Die Schattenlande sind ein Ort, der von den Zwischenlanden abgetrennt wurde. Doch diese waren nicht immer so verborgen und existieren nicht etwa in einem Vakuum. Viele Ereignisse aus den Schattenlanden haben die Zwischenlande beeinflusst und umgekehrt. Und ein besonders gutes Beispiel dieser narrativen Wechselwirkung ist die Geschichte des Drachen Bale. Und wenn wir uns mit Bales Vergangenheit beschäftigen, dann erfahren wir nicht nur den Grund der Drachenkommunion und wer diese ins Leben gerufen hat, sondern wir bekommen nach mehr als 2 Jahren sogar eine Antwort auf die Frage, wer den Ex-Eldenfürst Placido Sex so zugerichtet hat. Und dieser Kampf ist, denke ich, eine gute Grundlage, um uns atmosphärisch ein bisschen auf die Lore der Drachen vorzubereiten. Placido Sex war nicht nur dafür bekannt, dass niemand weiß, wie man seinen Namen ausspricht, sondern auch dafür, einige der besser gehüteten Lore-Geheimnisse zu bewahren. In seinem Echo stehen zum Beispiel diese viel zitierten Sätze. Es heißt, der Drachenfürst, dessen Sitz im Herzen des Sturms liegt, sei im Zeitalter vor dem Erdenbaum Eldenfürst gewesen. Seit sein Gott floh, harrt der Fürst seiner Rückkehr. Hier wurde lange Zeit gerätselt, wer dafür verantwortlich war, dass Placido Sex so stark geschwächt wurde, dass er sogar den Thron des Eldenfürsten aufgibt. Und die Antwort haben wir nun im Drachen Bale bekommen. Denn im Talisman der Furcht lesen wir, Talisman, der den grausigen Drachen des Klinggipfels darstellt, dessen Gebrüll die geschmolzene Wut des Gipfels zum Kochen bringt. Bale war der Name des fürchterlichen Drachens, ein schrecklicher Vorbote der Zerstörung, dessen Herausforderung an den uralten Drachenfürsten in einer schweren gegenseitigen Verletzung endete. Die Chancen stehen gut, dass Placido Sex auch nach seinem Kampf mit Bale noch ein wenig weiter regiert hat, doch der Schaden war, wie man so schön sagt, schon angerichtet. Und wenn wir uns den Körper von Bale anschauen, dann sehen wir sogar heute noch die Köpfe des uralten Drachen Placido Sex in seinem Drachenfleisch stecken. Dieses Mysterium, wer dafür verantwortlich ist, dass er 3 seiner Köpfe verloren hat, hätten wir damit schon mal abgehakt. So einfach macht es im From Software normalerweise nicht. Heißt das, ich kann, was Bale angeht, Feierabend machen? Nein, das heißt es natürlich nicht. Denn dieser Kampf von Placido Sex und Bale hatte noch andere Auswirkungen auf die Welt von Elden Ring. Und einige wichtige Anhaltspunkte dazu erfahren wir vom uralten Drachen Flurry Sex. Denn diese kommuniziert mit uns in ihrer Drachenmenschenform. In a time long past, Bale turned upon the Dragon Lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound. Only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the brood. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for Dragon Communion, Landbound Warrior. My lord, Placido Sax, has shown your kind what must be done. Seek communion. Sate your boundless appetite. Feel the euphoria of a dragon's essence taking root in your meager frame. Hier bekommen wir einige Schlüsselinformationen zu Bale. Zum einen floh er nach seinem Kampf mit Placido Sex. Es gibt sogar Stimmen, die argumentieren, dass sich die Köpfe von Placido Sex in Bales Fluchtmanöver von seinem Körper getrennt haben. Doch interessant ist daran auch, dass es einmal mehr zeigt, dass die Schattenlande früher einmal ein Teil der Zwischenlande zu sein schienen. Es gibt sogar einige, die versucht haben, die Karte der Schattenlande mit der Karte der Zwischenlande abzugleichen. Und ich würde fast sagen, es passt mehr oder weniger. Doch es ist immer noch Miyazaki, mit dem wir es hier zu tun haben. Ein 100% Treffer bekommen wir hier also nicht. Doch genau das wird im Verlauf des Videos noch einmal wichtig werden. Der Teil der Welt, in den Bale geflohen ist, wurde später auf jeden Fall aus dem kulturellen Gedächtnis der Zwischenlande gelöscht. Doch nach Bales Flucht sollte die Existenz der Drachen in den Zwischenlanden eine dunkle Wendung machen. Diese hatten hier ein extrem schweres Erbe anzutreten und wurden gejagt. Das ist natürlich erst einmal nichts Neues. Wer hat in Elden Ring noch nie einen Drachen getötet, sich gefühlt wie Siegfried der Drachentöter und dann casual das Drachenherz gegen eine Anrufung getauscht? Das denke ich jeder schuldig. Doch bevor wir uns mit der Drachenkommunion beschäftigen, die eine extrem durchdachte Hintergrundgeschichte hat, müssen wir uns noch einmal den Unterschied zwischen Drachen und uralten Drachen anschauen, denn dieser wird noch extrem wichtig. Und dazu müssen wir uns erst einmal eines der wichtigsten Lore-Items im Spiel durchlesen, und zwar das Drachenfett. Im Laufe der Zeitalter verloren die Drachen die steinernen Schuppen ihrer Vorfahren und sind nicht länger unsterblich. Das verrät uns erst einmal 2 Dinge. Die uralten Drachen waren unsterblich und die Schuppen waren für diese Unsterblichkeit verantwortlich. Diese temporalen Fragen habe ich mir auch schon einmal in der Vergangenheit gestellt und dazu den uralten Drachendunkelschmiedestein zitiert, in dem steht: Uralter farbloser Schmiedestein vom Drachenfels, eine Schuppe des uralten Drachenfürsten und ein geheimer Schatz von Farum Azula. Dieser uralte Drachenfürst residiert angeblich jenseits der Zeit.
Dieser Stein verzehrt das Gefüge der Zeit und die mit ihm verstärkten Waffen bringen sogar Göttern den Tod. Hieraus habe ich schon einmal abgeleitet, dass diese temporalen Eigenschaften der Schuppen vielleicht der Grund für die Unsterblichkeit der uralten Drachen waren. Doch die Unsterblichkeit der uralten Drachen könnte sich genauso dadurch ergeben haben, dass Placido Sex als Eldenfürst über die Gesetze der Welt regiert hat. Und da wäre es für ihn, denke ich, nicht allzu schwer, die Schuppen der herrschenden uralten Drachen mit ein paar Besonderheiten auszustatten. Diese uralten Schmiedesteine sind zudem nicht die Schuppen von irgendwelchen uralten Drachen, sondern explizit die Schuppen von Placido Sex. Dieser war zumindest Eldenfürst und ich denke auch der einzige uralte Drache, der mit diesen temporalen Abnormalitäten in Verbindung steht. Interessant ist aber auch, an welchen Orten wir diese Schuppen finden und vielleicht sind ihm diese im Kampf gegen Bale sogar in der Luft abgerissen worden und fanden so ihren Weg, zum Beispiel in die Berggipfel der Riesen. Doch sicher ist, dass die Schuppen, wenn vielleicht auch nicht exakt die gleichen wie die von Placido Sex, ein wichtiges Merkmal sind, um die uralten Drachen von ihren Nachfolgern zu unterscheiden. Und genau das bestätigt uns das Schottersteinsiegel und auch der scharfe Schotterstein, die Schuppe eines uralten Drachen, der das Blut eines geringeren Drachen konsumiert hat. Die Schuppen von uralten Drachen bestehen aus Schotterstein. Interessant ist aber auch, dass diese Schuppen oder Schottersteine nicht nur defensive Eigenschaften besitzen, sondern genauso die Schwachstelle von Drachen sind, wenn man sie offensiv einsetzt. Das wiederum kann man aus der Drachenharpune ableiten, eine mit scharfem Schotterstein besetzte Harpune. Und aus dem Drachenjäger Großkatana erfahren wir, vom uralten Drachenmenschen der Drachengrube geführtes Großkatana, dessen Klinge mit Schotterstein versehen ist, hat einen Antidracheneffekt. Und mit diesem Vorwissen über die Schuppen ist es, denke ich, interessant, uns jetzt einmal die Physiologie von Bale anzuschauen. Denn dieser hat, ähnlich der uralten Drachen, genauso diese markanten Schottersteinschuppen am Körper. Und auch in Bales Herz lesen wir, dass dieses von hornartigen Schottersteinen punktiert ist. Das würde Bale selbst in die Ecke der uralten Drachen stellen. Doch bei anderen physischen Merkmalen unterscheidet sich Bale wiederum von den uralten Drachen, denn diese haben zwei Paare von Flügeln, während Bale nur ein, wenn auch ziemlich zerfetztes Paar von Flügeln besitzt. Interessanterweise bekommt Bale im Verlauf des Kampfes noch zwei weitere Flügel, doch diese scheinen nur magischen Ursprungs zu sein. Bale hat allerdings noch ein weiteres markantes Merkmal, das ihn sowohl von den uralten Drachen als auch von seiner eigenen Drachenbrut unterscheidet. Und das ist sein Gesicht, das ein bisschen aussieht wie Moog, wenn dieser eine Drachenform hätte. Denn Bale besitzt Hörner. Und die Relevanz dieser Hörner kann man lore-technisch, denke ich, nicht übertreiben. Denn wenn wir uns noch einmal daran erinnern, in welcher Ära Bale und Placido Sex geschaltet und gewaltet haben, dann sollte dieses Bild der Vergangenheit um einiges deutlicher werden. Diese beiden Drachen hatten ihre Hochzeit in der Ära des Schmelztiegels. In einer Zeit, in der Hörner ein Zeichen von etwas Göttlichem waren. Das erfahren wir auch aus dem feinen Schmelztiegel-Feder-Talisman, in dem steht: Hornherolde betrachten den Schmelztiegel aufgrund der Veredelung, die durch seine evolutionären Gaben entstehen, als heilig. Am deutlichsten sind dabei ihre verschlungenen Hörner. Und hier könnte man nun vielleicht mit der Beziehung von Placido Sex und Bale anknüpfen, denn Placido Sex war der amtierende Eldenfürst dieser Ära und Bale war jemand, dem scheinbar die evolutionären Gaben des Schmelztiegels gewährt wurden. Und diese evolutionäre Weggabelung könnte vielleicht der Grund dafür gewesen sein, dass Bale und Placido Sex gegeneinander gekämpft haben. Placido Sex wollte als Eldenfürst seine eigene Linie der uralten Drachen beschützen, während Bale nach den Kräften des Schmelztiegels strebte und dies anzapfte, um seine eigene Drachenbrut zu erschaffen. Eine Brut, die vielleicht sogar stark genug werden könnte, um irgendwann einmal den Eldenfürst zu stürzen. Und dass Bale vielleicht einmal in Kontakt mit dem Schmelztiegel gekommen war, sollte später noch extrem wichtig werden. Doch erst einmal schlagen wir jetzt den Bogen zur Drachenkommunion und Florisex, denn von dieser haben wir erfahren, dass Bale den Drachenfürst betrogen hat. Obwohl dieser Betrug hier natürlich recht subjektiv gefärbt ist, weil die einzige Informationsquelle die Betrogenen selbst sind. Doch objektiv kann man festhalten, dass die Drachenkommunion als Antwort auf Bales Betrug gegründet wurde. Und das hat mich erst einmal vor ein großes Rätsel gestellt. Denn ich war mir nicht sicher, warum Placido Sex nach diesem Kampf mit Bale so weit gehen sollte, eine Institution wie die Drachenkommunion ins Leben zu rufen. Diese war exklusiv dafür da, dass jeder Abenteurer auf der Welt einen Anreiz dafür hatte, auf Drachenjagd zu gehen. Und zwar nicht auf die Jagd nach uralten Drachen, sondern auf die Jagd nach Bales Brut. Die Drachenkommunion kann man sich vorstellen wie ein riesengroßes Wanted-Plakat im größten Salon der Zwischenlande. Doch wenn wir uns jetzt noch einmal den Konflikt der Evolution ins Gedächtnis rufen, über den ich im letzten Kapitel nachgedacht habe, dann könnte diese Drachenkommunion aus Sicht von Placido Sex, denke ich, einen Sinn haben, der über das bloße Motiv der Rache hinausgeht. Placido Sex wollte damit vielleicht verhindern, dass sich die Brut von Bale weiter fortpflanzt und damit vielleicht sogar das Ende der uralten Drachen besiegelt.
Und vielleicht war diese Angst sogar begründet, denn wie wir wissen, gibt es heutzutage tatsächlich nur noch eine Handvoll uralter Drachen. Doch trotz der Drachenkommunion gibt es noch immer über 30 Drachen aus Bales Brut, die in den Zwischenlanden grasieren. Darauf hindeuten könnte auch das Fett der Drachenkommunion, in dem wir lesen, ein Waffenüberzug, der einen potenten Anti-Drachen-Effekt gewährt. Ein Werkzeug der alten Krieger der Drachenkommunion, die den Hass der uralten Drachen gegenüber ihren niederen Nachfolgern verkörperten. Die Drachen waren die niederen Nachfolger der uralten Drachen und in der Vergangenheit vielleicht einmal eine konkurrierende Spezies. Ich denke, Bale könnte daher der Urvater der Drachen gewesen sein und der Grund dafür, dass die uralten Drachen mit der Zeit vom Aussterben bedroht waren. Und obwohl man diesen Konflikt natürlich nicht in Schwarz und Weiß malen kann, so wird jetzt vielleicht etwas deutlicher, warum Bale bei den uralten Drachen so verhasst war. Denn die Drachenkommunion wurde nicht gegründet, um auf eine aufregende Drachenjagd zu gehen und sich zu fühlen wie ein richtiger Abenteurer, sondern um die Drachenbrut von Bale im wahrsten Sinne des Wortes auszulöschen. Die Drachenherzen lassen sich in den Kirchen der Drachenkommunion gegen Anrufungen der Drachen eintauschen. Kurz gesagt, gegen die Mächte des Drachenfürsten Placido VI, dem Gründer der Drachenkommunion. Das wird deutlich, wenn wir uns den Segen des uralten Drachen durchlesen. Gunst, die von der Priesterin der Drachenkommunion im Namen des Drachenlords Placido VI verliehen wurde. Jede Nacht opfert die Priesterin ihrem Fürsten ihren eigenen Schlaf und erhält im Gegenzug die Macht seiner Gunst. Und von dieser uralten Drachenpriesterin erfahren wir zudem: Warrior true, picture yourself, feasting upon a dragon's essence, on the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion, the fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon whole. Yes. As it should be. Now, seek the jagged peak. There you will find Bale, the oldest and vilest of all dragons, landbound warrior. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required. In the name of my lord, Placido VI. Diese Priesterin hat sogar ihre Drachenform aufgegeben, um Placido VI zu dienen und dabei zu helfen, Menschen zu überzeugen, sich der Drachenkommunion anzuschließen. Das wiederum erfahren wir aus dem Priesterinherz. Das Steinherz einer Priesterin der Drachenkommunion verwenden, während man sich entkleidet, um sein menschliches Fleisch in einen uralten Drachen zu verwandeln. Die Priesterin war selbst ein uralter Drache, opferte diese Gestalt jedoch für schwaches Fleisch, um bei der Zerstörung von Bale dem Schrecklichen zu helfen. Die Drachenpriesterin in Placido VI möchte nicht nur Bale von der Bildfläche verschwinden sehen, sondern die gesamte Blutlinie von Bale. Doch dieser Konflikt der Drachen reicht, denke ich, weit in die Vergangenheit zurück. Und um diese Geschichte besser verstehen zu können, müssen wir, denke ich, noch einmal auf die Vergangenheit der Schattenlande eingehen. Ich habe schon öfter erwähnt, dass die Schattenlande früher einmal ein Teil der Zwischenlande gewesen sein müssen. Doch über die Details davon habe ich noch nie gesprochen. Bis jetzt. Denn heute werden wir uns endlich einmal anschauen, was das für die Vergangenheit der Drachen bedeuten könnte. Und jetzt erst einmal das Wichtigste zuerst. Der Klinggipfel, auf dem Bale haust, befindet sich dann ganz in der Nähe von dem Drachenhügel in Caelid. Also an dem Ort, an dem man so viele sterbliche Drachen aus Bales Brut findet, wie sonst nirgendwo. Zum anderen bedeutet das auch, dass sich der Altar der Drachenkommunion in der Nähe von Greyol befand. Und das könnte, denke ich, nicht nur Greyols Tod und Rolle innerhalb der Drachen erklären, sondern auch ein bisschen Licht auf den Drachen werfen, der genau neben dem Altar der Drachenkommunion liegt. Dieser Drache ist nicht nur so gigantisch groß, dass selbst Grand Saxe nicht mehr ganz so grande erscheint, wie der Name vermutet. Diese Drachenleiche ist fast schon seinem Landzeichen selbst geworden. Doch dieser fehlt prominenterweise ein ehemals wichtiger Teil des Körpers, und zwar das Herz. Der Altar der Drachenkommunion wurde also scheinbar genau dort erbaut, damit jemand das gigantische Herz über dem Feuer verspeisen kann. Und in der Nähe des Drachenhügels liegt nun noch Greyol, die Mutter aller Drachen, die darauf wartet, dass ein neuer Spieler 80.000 Runen braucht. Ich denke, es wäre daher möglich, dass sich auch Greyol in der Nähe des Altars aufgehalten hat, um gegen alle zu kämpfen, die die Drachenkommunion vollführen wollten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Drachen einfach nur als stationäre Trophäen darauf warteten, bis der nächste Egon daherkommt, um das Herz einzukassieren. Doch diese Überschneidung der Karte der Zwischenlande mit den Schattenlanden hätte in Bezug auf die Drachen noch weitere interessante Implikationen. Denn genau wie man auch in der Vergangenheit vermutet hatte, befand sich, denke ich, auch Farum Azula in der Nähe von Caelid.
Genauer gesagt, in der Nähe der Farum Großbrücke. Und das ist im Hinblick auf Bale nun interessanter denn je. Denn das würde darauf hinweisen, dass auch Bales Drachenhort in der Nähe von Farum Azula war. Bale könnte von Farum Azula aus auf den Klinggipfel geflüchtet sein. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass Bale früher selbst einmal in Farum Azula bei den uralten Drachen gelebt hat. Hinweise dafür gibt es, denke ich, genügend. Unter anderem seine steinernen Schuppen. Doch der größte Hinweis darauf, dass Bale früher einmal ein Teil der Drachenhierarchie in Farum Azula war, ist, denke ich, seine Arena. Denn diese sieht der Arena von Placido 6 extrem ähnlich. Einige haben das so interpretiert, dass Bale seine Arena absichtlich so errichtet hat, als Zeichen für seine Ambition als Eldenfürst oder als Zeichen für sein Neid auf Placido 6. Doch ich denke, dass diese Arena einfach nur bedeutet, dass sich der Klingengipfel, auf dem wir gegen Bale kämpfen, früher einmal nahe an Farum Azula befand. Und an dieser Stelle muss ich noch einmal zum Schmelztiegel und Bales evolutionären Ambitionen kommen, denn diese können vielleicht sogar die Architektur in Farum Azula erklären. Aus der Anrufung Spira wissen wir, dass die Spirale ein normalisierter Schmelztiegelstrom ist. Eines Tages wird sie eine Säule bilden, die sich bis zu den Göttern erstreckt. Dieses Thema habe ich auch schon einmal in meinem Video zu den Horngesandten angesprochen. Und in dieser Hinsicht hat Enya Elim natürlich das ganze Spotlight bekommen. Die Horngesandten haben den Schmelztiegelstrom für die evolutionären Gaben der Götter angezapft. Und Enya Elim war es auch genauso, dass nun scheinbar ein Monopol auf die Turm von Babel Symbolik hat. Doch an dieser Stelle habe ich mich an meine Chronologie der Zwischenlande erinnert, in der ich ein bisschen historisch und archäologisch unterwegs war. Und in diesem Video habe ich nicht Enya Elim, das damals noch nicht existierte, sondern Farum Azula aufgrund seiner Architektur mit dem Turm von Babel verglichen. Und seit ich Enya Elim im DLC betreten habe, habe ich mich gefragt, was dann die Signifikanz von Farum Azula und der Verbindung zum Turmbau zu Babel sein könnte, wenn, ich sag mal, die metaphorische Action nun einfach nur in Enya Elim abgeht. Doch so langsam glaube ich eine Idee zu haben, denn dieses Wissen des normalisierten Schmelztiegelstroms scheint vielleicht nicht nur die Horngesandten gehabt zu haben. Denn wenn wir uns noch einmal in Farum Azula umschauen, dann sehen wir, ganz genau wie in Enya Elim, dass Leichen und Knochen Teile der Architektur sind. Und solche Säulen mit Leichen, die bis zum Himmel reichen, sehen wir auch in der Arena von Placido 6. Ich kann mir daher vorstellen, dass auch Placido 6 als Eldenfürst geneigt war, mit den Mächten eines solchen Schmelztiegelstroms zu experimentieren. Und das Resultat war vielleicht, dass den uralten Drachen von den Göttern Hörner gewährt wurden. Anders ausgedrückt, die Macht des Schmelztiegels war vielleicht verantwortlich für die Geburt von Bale. Und wenn man diese Thematik erst einmal auf dem Radar der Aufmerksamkeit hat, dann kann man dieses Verfahren der göttlichen Anrufung vielleicht auch noch an anderen Orten finden. Ein anderes Beispiel ist vielleicht Rykards Kammer, denn diese besteht aus Leichen, die sich in Säulen nach oben winden. Vielleicht war das genauso der Versuch, ähnlich wie im Tor der Göttlichkeit, die Götter anzurufen. Und damit haben wir den Weg, denke ich, geebnet für das große Finale. Denn wir waren nicht der Einzige, der von Florisex dazu motiviert wurde, Bale zu jagen. Der Drachentöter Nummer 1, der Captain Ahab der Drachenjagd, derjenige, der Bale einzig und allein mit seiner wutentbrannten Stimme auf den ewigen Drachenfriedhof schicken könnte, ist Egon. Und mit diesem werden wir uns jetzt erst einmal beschäftigen. Wenn wir Egon zum ersten Mal treffen, dann hat er selbst schon einen Kampf hinter sich und wurde von Bale scheinbar einmal kompromisslos vom Gipfel katapultiert. I am sorry. I repent. Oh, come no closer. Oh. Horror. Please. Savage me no further. Oh. Please. No more. Spare me your cruelty. Egon sollten wir auf unserer Reise auf den Klinggipfel noch öfter treffen. Und mit jedem Drachen, den wir dort erlegen, wird seine Seele erstarken. Egon scheint aber tatsächlich von Captain Ahab aus dem literarischen Klassiker Moby Dick inspiriert zu sein. Denn genau wie Captain Ahab hat ihm sein überlebensgroßer Widersacher eine Wunde zugefügt, körperlich sowie seelisch. Und genau wie sein literarisches Vorbild hat sich Egon zur Lebensaufgabe gemacht, Bale zu vernichten. Zudem finden wir auf dem Klinggipfel sogar Drachenharpunen, also Waffen, die traditionell bei der Waljagd verwendet wurden. Und wenn wir auf dem Gipfel ankommen, dann sollte auch Egon ein letztes Mal Bale gegenübertreten. Eine Begegnung, die entweder mit Egons Tod oder mit Bales Tod enden muss. Curse you, Bale! With a hail of harpoons! With every last drop of my being! Bale the Dread! You shall haunt me no longer!
Doch wenn wir zusammen mit Egon Bale niederstrecken, dann sind nicht wir es, die ihm den letzten Schlag geben. Denn in einem finalen Kraftakt beschwört Bale noch einmal Roten Donner und streckt sich mit einem letzten Blitz selbst nieder. Doch ob das wirklich Bales letzter Moment war, muss, denke ich, jeder für sich selbst entscheiden. Denn in der Anrufung Bales Flammblitz lesen wir: Selbst nachdem es verzehrt wurde, widersteht das pochende Herz von Bale weiterhin seiner Unterwerfung und wird niemals schwächer. Eines Tages wird es sicherlich den Körper und die Seele seines Kommunionsverzehrers verbrennen. Eines Tages.